Servus liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Runde von Let's Play Pokémon Smaragd. Wir haben im letzten Part böse auf die Fresse gekriegt. Aber wenn Camillo der Meinung ist, er müsste einfach eskalieren, eskalieren wir auch. Ich habe unsere Pokémon alle bapp, auf Level 18 hochgestuft und jetzt werden wir den Typ einfach vom Antlitz dieser Erde wegflexen. Und zwar richtig bestialisch. Und wenn wir das jetzt verlieren, schwöre ich euch, mache ich eine Nuzlocke-Challenge auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad in Pokémon Anyl. Das schwöre ich euch ohne Witz, Leute. Das wird zwar total blamabel, aber diesmal lasse ich mich von dem nicht platt machen. Okay, gleich schon vorneweg. Unsere Pokémon haben nichts Gutes erlernt, außer Iron Man. Iron Man hat auf Level 17 Eisenabwehr erlernt. Das richtig geil ist, weil Eisenabwehr steigert richtig unsere bösartige Verteidigung. Und das habe ich durch Härtner jetzt. Also Härtner habe ich rausgenommen, Eisenabwehr habe ich reingemacht. Und ich denke mal, das ist eine sehr gute Verteidigungsattacke, die man auch mal nutzen kann ab und zu mal. Aber genug geschwafelt. Jetzt wird Brawly weggebrawlt. 3, 2, 1, Smash! Geil, jetzt reicht's nicht. Ich lasse mir das doch nicht gefallen von so einem steroingepumpten Fitnessstudio-Gänge. Das gibt's doch überhaupt nicht, Alter. Das ist doch der Hammer. Ey, wir haben letztes Mal wirklich zweimal hintereinander voll die Arschkarte gezogen und jedes Mal schweineknapp und diesmal nicht. So, Mizumi an die Front, auf geht's! Ich bin Camillo, der Leiter von Forsterhafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern, dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Auf jeden Fall nicht aus Pudding, ey. Ich schwöre dir, ich bin, jetzt gibt's richtig auf die Fressleiste. Ich schlag dir die Ampel aus, Kollege. Was wir in diesem Land nicht hinkriegen, mach ich jetzt wahr. Ich mach die Ampel kaputt. Nein, eine Herausforderung von Leiter Camillo. Mach hallo. Kennen wir ja das ganze Spiel. Macholo ist ja nicht das Problem. Das größte Problem eher ist dem sein Trex Makuhita, wo ich wirklicherweise neidlos sagen muss, ich habe dieses Vieh nicht überschätzt, aber ich habe es unterschätzt. Also etwas leicht dezent unterschätzt. Ich habe gedacht, das wäre ein Spaziergang. So viel dazu. Okay, und dem sein scheiß Prozess ist natürlich auch so ein Thema, weil der sich einfach hochboostet wie ein Berserker und das ist nicht schön. Okay, nochmal. Und damit hat Mizumi dann ihren Part erfüllt. Und hat Macholo psychisch das Hirn weggeballert. Yeah. So lauter irgendwelche komischen Bilder. Did you see it? Yeah. Nein. Und dann einfach so abgekackt. Macholo can't believe this pictures. Macholo hangs itself up. Sorry, mein Englisch ist wieder mal super 1A. Normalerweise bin ich besser, aber diesmal war es blamabel. Okay. Nächstes ist uns, also dieses Meditier. Das können wir theoretisch jetzt wirklich mal versuchen mit Iron Man. Ich denke mal nicht, dass er großartig viel gegen Magneta ausrichten kann. Und da das Ding ja nur Focus Punch einsetzt und sich ja die ganze Zeit eh nur die auflädt, sehe ich da kein Problem drin. Okay. Eisenabwehr brauchen wir gar nicht erst einzusetzen. Wir knallen direkt den Kopfnuss rein, weil das Ding killt sich ja im Prinzip von selbst. Wenn wir Glück haben, setzt er sogar seine zwei Supertränke ein. Das wäre natürlich mega. Und jetzt merkt man natürlich den Levelunterschied der Pokémon von jetzt zu vorher. Ich meine, Iron Man ist jetzt drei Level höher. Und jetzt sieht man auch am Damage, was der macht. Der knallt jetzt richtig rein. Gut. Iron Man, das war super. Und jetzt bleiben wir dabei. Ich setze jetzt erstmal Eisenabwehr ein, weil der mit 100 Pro jetzt erstmal Dings einsetzen. Protze. Oder gleich Überwurf. Aber ich will wissen, ob wir das überleben würden. So, Verteidigung von Iron Man steigt stark. Er setzt Überwurf ein. Oh, wir haben überlebt. Ja, wir haben überlebt. Sehr schön. Da setzen wir direkt Metallklaue ein. Wenn wir nämlich Glück haben, tut es unseren Angriff noch boosten. Batsch! Oh, jawoll! Komm, Protze. Und Überwurf. Und das war's. Iron Man ist down. Aber hat wenigstens einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, den Teil mal so richtig in die Speckfalten zu kloppen. Setzt Kopfnuss ein, bleibt so einfach im Bauch stecken und wird dann einfach so reingezogen wie so ein schwarzes Loch und ist weg. Das wäre auch schon Beast. Böse. So, Mizumi. Wird mal Zeit, deine Schmach vom letzten Mal wieder gut zu machen und dieses Makuhita endgültig wegzukonfusieren. Und wir speeden aus. Das ist noch besser. Batsch! Na, fast. Aber wenn er. Richtig schlecht. Mizumi hat aber überlebt. Das ist nice. Das ist sehr nice. Jetzt geht's nämlich diesem Makuhita nämlich böse an den Kragen, Baby. Also, Leute, denkt immer dran. Verscherzt euch nicht mit Mizumi. Es kommt in euren Gedanken. Es wird euch verfolgen. Bis in den Tod. Grüß Gott. Ich bin der Mizumi. Ich bin der Tod. So, wenn wir jetzt Glück haben. Was ich natürlich nicht habe.
Aber das war's gewesen, Leute. Das war's jetzt endgültig gewesen mit dem Teil. Wir haben den Faustorden erhalten. So, direkt I banged him into oblivion. Yeah. Geil. So. Camillo, nimm das hier. Ich würde ja normalerweise gerne Mittelfinger zeigen, aber ich weiß nicht, ob ich dafür auf den Sack kriege dann. So. Hui, hui, hui. Du hast eine große Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Boah, ey, ich schwöre dir, wenn ich dich irgendwo sehe im Wasser, ey, ich tuck dir den Kopf unter Wasser. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Give me your Orden, Lewanski. Komm, her damit. Sau. Geil. Okay. Und... Arcania, ach so, statt Faustorden heißt der. Wir haben den Knöchelorden erhalten, Leute. Und damit auch den zweiten Orden der Pokémon-Liga. Und unsere Pokémon gehorchen uns bis Level 30, was eigentlich nicht interessant ist, weil das gilt ja nur für Tausch-Pokémon. Und die V und Blitz können wir jetzt auch außerhalb eines Kampfes anwenden, was kein Schwein interessiert. Jetzt stellt euch jetzt mal vor, wir hätten jetzt, bevor wir in die Granithöhle gegangen wären, den Versuch abzubekämpfen. Das hätten wir nie gewonnen, Leute, nie. Dann wären wir verreckt. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. TM08. Ist es Gegenschlag oder Überwurf? Gegenschlag, meine ich. Ach nee, Protze. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs der Verteidigung. Und Camillo wurde in Pokénapf eingetragen. Ich sehe in dir ein Talent, das eines Tages eine riesige Welle wird und einen Sturm des Erstaunens bei anderen Tränen entfachen wird. Ja, ja, ein Sturm des Erstaunens, ey. Ich werde der mächtigste schwarze Trainer der Welt. Also so wie bei Harry Potter, der schwarze Magier, wenn ich ein schwarzer Trainer halte. So ein ultra gefährlicher, dunkle Kriege. So Paraderitte oder so ein Scheiß. Wie geil. Alles klar, aber gut. Das ist jetzt nicht unser Problem. Wir werden jetzt erstmal unsere Pokémon heilen bei einer männlichen Schwester Scheu und sie benötigt unsere Pokémon. Yeah! Sie nimmt jetzt in ihre männliche Obhut mit ihren schönen muskulösen Armen und ihrem Vollbart, den sie hat. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich stelle mir die mit so richtig tiefe Bassstimme vor. So, yeah. Das ist zitternd, wenn die bubbelt. Echt total geil. Okay. Wir haben jetzt den Knöchelorden erhalten und wir können jetzt unseren Weg gehen Richtung Graffi Fort City, was ich ganz gerne in Angriff nehmen würde. Ich bleibe bei Misery jetzt erstmal. Mr. Praktischer Prack. Hey, für dich fahr ich jederzeit wieder raus. Hoho, ich bleib Pirat. Nun, wo soll's hingehen? Graffi Port City. Greifbar City soll es sein, Anker gelichtet. Yo, ho, steh zusammen. Pokémon Schatz, wir setzen Segel. Auf geht's, suchen wir das One Piece. Komm, wir machen die vier Kaiserblatt jetzt. Das sind so die Top 4. Geil, okay. Die vier Kaiser. Ah, Mann. Fun Fact übrigens: Die Welt in Höhen ist zur Hälfte Land und zur Hälfte Wasser. Ehrlich jetzt, ohne Witz, das ist gut geteilt. Die eine Hälfte ist Wasser, die eine Hälfte ist Land. So, Mr. Praktischer Prack. Ah, hey, wir haben Graffiport City angelegt. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Devenware. Ja, ja, wir bringen ihm seine Drogen jetzt erstmal, weil vorher will ich noch ein bisschen kämpfen. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Ja, das ist schön. Das schenke ich dir. Okay, es gibt ja nicht genug Sand am Strand. Jetzt schenkt ihr uns sogar noch Pudersand. Nice. Wobei ich sagen muss, ich finde es schön, wenn wir... Ach komm, wir lassen jetzt einfach mal so schön die Seele baumeln, ey. Setz dich mal unser Bikini jetzt an, wenn wir den hätten. Und, machen einfach mal einen auf relaxed. Müsst du die Ebbe kommen, müsst mal absaufen. Die Flut kommen, müsst mal einfach so weggespült werden, absaufen. Geil. Okay, hoi. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Graffi Port City ist der schönste Hafen. Gut, kann man sich drüber streiten. Auf jeden Fall schöner wie der Hamburger Hafen, auf alle Fälle. Wobei der auch nicht schlecht ist. Also ich war schon ein paar Mal in Hamburg gewesen. War auch nicht verkehrt. So, der setzt natürlich ein Wingull ein. Jetzt hab ich's mal vergessen. Alter, Super Shot hat nur 55% Trefferquote, ey. Wieso treffen die? Das ist für Misery jetzt natürlich ein Todesschlag. Und für das Wingull auch, weil wir sind nicht verwirrt. Sehr schön. Heule. Das ist das Dümmste, was man eigentlich machen kann gegen so ein Pokémon wie Trassler, eigentlich Heule einsetzen, weil Trassler wirklich special geboostet ist, nicht Attacke. Deswegen freue ich mich auch darauf, wenn wir später so andere Elemente noch lernen werden oder andere TMs haben, wo wir die beibringen können. Da habe ich nämlich schon so eine richtig gute Idee. Und ich würde ganz gerne, dass Misery sich jetzt noch in dem Part entwickelt, wenn wir Glück haben, weil es braucht nur noch zwei Level.
2 Level, damit es zu Kilia wird. Und Macholo haben ja Erfahrung damit. Und tschüss. Alter, das hat überlebt. Ich spreche ab. Okay, Fußkick bringt nichts. Gut, wir müssen jetzt auch sagen, wir sind gnadenlos überlevelt. Also die Levelkurve ist natürlich ein bisschen enorm jetzt, weil der mit Level 20 Pokémon beinahe angetreten ist. Und hier sind sie doch so Level 12, 13, 14. Aber das wird sich auch ganz stark anstellen, Leute. So, Tassilo wurde besiegt. Madame Poutine und Tassilo. Wo ist eigentlich Madame Poutine, ey? Du bist der Beste. Ja, ich bin der Allerbeste. Ja, ich werde der Allerbeste. Hallo, Kenya, ich bin's. Wer ist denn Alois? Wer ist Alois? Ich wurde in einem Kampf einfach Platz gefegt. Ich glaube, ich muss mein Team gründlicher trainieren. Wer zum fucking Geier ist Alois? Ich hab keine Ahnung, wer Alois ist, gell? Alter, kennt ihr Alois, ey? Naja, ist auch egal. Ich glaube, das setzen wir Kappa jetzt mal hoch. Das ist nämlich ein super geiles Team, wenn die zwei zusammen kämpfen. Wir haben nämlich einen Doppelkampf jetzt hier. Ich bin durstig, ich kann die Strandhaus und Verspule kaufen. Yeah! Und jetzt bist du nebendran der andere so ein Trippelkampf wie in Schwarz-Weiß, ey. Da gibt's ja diese Rundumkämpfe mit 3 Trainern. Das ist geil, Leute. 3 Pokémon, das ist hart, ey. Aber, ja, da werden wir noch hinkommen irgendwann. Kämpfen mit mir? Wifen? Yes! No! Boah, das ist so ein Meme geworden, ey. Deswegen, ich freue mich schon darauf, wenn wir irgendwann mal Kamen in Popo spielen oder, Schwarz-Weiß 2 und, also... Wenn diese Generation hinter uns haben, ist Platin, kenne ich noch, und ab dann wird's blind, weil ab dann weiß ich nämlich nicht mehr viel, außer X und Y noch und Ultrasonne, Ultramond, oder Sonne, Mond, je nachdem, was ihr euch entscheidet, weil dann geht's wirklich in die Richtung Pokémon, was ich noch nicht gespielt habe. Also ich hab schon alle gespielt, also ich habe auch Schwarz und Weiß gespielt, Schwarz und Weiß 2 habe ich nicht gespielt, bis jetzt bin ich älter drin, und ich habe schon ein paar Mal jetzt gehört, dass es eines der besten Spiele überhaupt ist. Ich werde mich überraschen lassen. Ich bin mal gespannt, ob das dann rufgerecht wird. Aber erstmal knallen wir diese Zickzacks weg. Und zwar zack, zack, mit Zickzack. Bam! Okay. Ja, genau! Das Zickzack hat mich jetzt so überrascht, dass es Surfer kam, dass ich jetzt husten musste. Geil. Okay. Aquaknarre bringt ja nicht viel. Nee, wirklich nicht. Okay. Sehr schön. Batsch! Ja, wenn der dreimal trifft, ist gut. Es sei denn, der macht wieder so einen Dick-Move. Ah nein, macht er nicht. Okay. Sehr schön, Kappa. Da hast du mal was gut gemacht. Okay. Hey, warum machst du Kappa so gut? Er weiß, was er getan hat. Okay. 82E und einmal Konfusion und Batsch, das war's. So, beide Trainer weghauen. Sowas lobe ich mir. Sowas lobe ich mir. Die Plansche Günther und der Matrose Monty. Und der Monty behalten. Geil. Ritter des Schwimmreifens, ey, statt Ritter der Kokosnuss. Krummel. Okay, der scheint voll wie ein Eimer zu sein. Oder zumindest einfach nur ekelhaft. Die Sau. Willst du da mal mit mir kämpfen, wenn ich keinen Durst mehr habe? Das ist geil. Okay. Ah, ich kann nicht schwimmen, also tue ich so als ob. Okay, jetzt haben wir doch den dritten Kampf hinter uns. Vor uns. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt Zufall war, wer jetzt gegen uns kämpft, oder ob das jetzt so programmiert ist, dass erst da oben und dann der Matrose, oder ob das Zufall ist, dass erst die beiden Plansche gegen uns kämpfen sollten. Ist auch eigentlich auch egal. Carla Kolumna wird jetzt erstmal vom Mofa gefegt. Mit ihrem Meryl. Übrigens, das ist sehr interessant. Azuril, die Unterentwicklung von Meryl, hat 50% Chance, weiblich oder männlich zu sein. So. Ist aber auch gleichzeitig das einzige Pokémon, das sich bei der Entwicklung, das Geschlecht ändern kann, weil Meryl 75% hat und 25% männlich und Azuril aber 50-50. Also es ist, kann gut sein, dass man, wenn ein Azuril sich entwickelt zu Meryl, dass es das Geschlecht ändert. Das ist Tatsache. Ohne Witz, das ist, ich weiß jetzt nicht in welchem Verhältnis, aber ich glaube, so war das ungefähr. Und es ist schon sehr interessant. Also, Azuril entwickelt sich zu Meryl und lernt Genderwahn. Welches Geschlecht willst du nehmen? Okay, neutral, hetero oder Dings. So, Carla Kolumna ist weg. Okay, das dachte ich mir. Ich wusste, wir können nicht gewinnen. Ja, warum kämpfst du denn überhaupt gegen mich, du kleines Dreckskind? Nicht gegen Kinder oder so, ich mag Kinder, aber ja. Ich muss auch nicht unbedingt darauf um mich haben. Oh. So, mein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht?
Geil. Okay, ich habe die beiden jetzt wirklich nicht gesehen. Ich wusste, dass die irgendwo sind, aber nicht, dass die da sind. Das ist so eine richtig fiese Falle für den Pokéball. Tada, siehst du, mein Schwimmreifen ist ganz rund. Ja, ich mach dich jetzt auch rund. Also, da müsst ihr jetzt keinen Spaß mehr haben. Ey, ihr werdet schreien zurück in den Kindergarten rennen, ihr zwei. Haben die überhaupt keine Schule oder was? Ab wieder in die Schule, ey. Ich glaub, sagt bei euch. So, Carlo und die Lola. Carlo und die Lola. Oh, haben beide sogar Pokémon. Ja, da sieht man es auch. Azurill, ja gut, in dem Fall ist es weiblich. Ich weiß jetzt nicht, ob es männlich oder weiblich beeinflusst wird, aber auf jeden Fall eins von beiden auf alle Fälle. Okay. Tentaras Gift, das hauen wir direkt mit Konfusion raus, während Kugelsaat jetzt erstmal auf Azurill geht. Bam, 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 bam. So gewässert. Geil. Bam, 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 bam. Geil. Das muss ich mal so vorstellen, Alter. Und dann das Magazin nach hinten. Geil. Okay, der Tag hat überlebt, das ist nicht schön. Und er setzt Giftstachel gegen Kappa ein. Gott sei Dank, Stachel wird vergiftet. Ich glaube, ich kann Gegengift, gell? Müsste ich jetzt mal gucken, ob wir eins haben, aber ich meine nein. Rutenschlag trifft beides, das ist natürlich mies. Gut, das ist aber jetzt erledigt. Dann setzen wir jetzt Absorber ein und holen jetzt unsere KP wieder zurück. Azurill kann man auch übrigens nicht normal fangen, gell? Das muss man wirklich züchten durch ein Ei. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, Kappa hält 35 Punkte. Sehr nice. Vor allen Dingen macht mir jetzt auch der nächste Pokémon, der nächste Arena-Kampf ein bisschen Sorgen, weil da könnten wir richtig böse auf die Fresse kriegen. Der ist nämlich nicht ohne. Und ihr werdet auch sehen, wenn es soweit ist, was ich meine damit. Weil das ist nicht umsonst eine der Arena-Kämpfe in Smaragd, Rubin und Saphir, die echt ätzend sind. Wobei ich sagen muss, in Rubin und Saphir ging's. Aber hier in Smaragd ist der schon etwas anstrengender. Okay, so, setz Kugel rein. Geil. Okay, so, super schade. So weit trifft er natürlich. Nicht so schön, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir null. So, Rundenschlag, das passt. Ich meine, die setzen da keine Offensivattacken ein, das ist geil für uns, aber trotzdem, das ist echt. Dieses Azurill hat eine richtig miese Verteidigung, merke ich gerade. Komm, ich setz mal einen Turkraft ein. Wurde so. Nein! Fuck! Man muss jetzt ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da jetzt Erdbeben rauskommt. Okay, wir haben uns in Misery geklatscht. Das ist auch geil. Sehr schön. Das gefällt mir. 1A. Ja, das war jetzt ein bisschen schlecht. Geil. Einfach nur geil. Ja, das ist halt das, weil ich nicht weiß, was eine Tourkraft was macht mit was Naturkraft angeht, also was, welche Attacke von Naturkraft. Ach, ich babbel wieder, ich krieg wieder keinen richtigen Satz mehr zusammen, das ist wieder geil. Ja, sowas passiert halt, wenn man nicht weiß, welche Attacke Naturkraft nimmt. Okay, also Azurill ist down. Schade. Ich hätte gerne Misery noch in diesem Kampf noch entwickelt gesehen. Aber gut, dann werden wir halt ein bisschen auf unsere anderen Pokémon jetzt gehen. Ich meine, Mami! Ja, ich kenne dann Mami nicht. Oh, oh, schade. Ja, das ist mir geil. Also, geht zum Kind zu seinem Vater und sagt, Daddy, ich kenne Daddy nicht. Ich bin jeden Tag hier. Ja, das ist schön für dich, dass du jeden Tag da bist. Das sieht man auch. Man schreit sich in der Luft und tragt wie im Blumengarten aus, okay? Das, nachdem ich mir mal einen schönen runden Schwimmreifen gezeigt habe. Okay, egal, ich will den Trank haben. Habe ich jetzt wirklich keinen Belebe? Ich meine, ich habe keinen, gell? Das ist so mies, dass Misery jetzt down ist. Alter, schade. Okay, wir haben nur Pudersand, versteckt Bodenattacken, X-Spezial, Energiestahl, Fluchtzahl, Seidenschal, versteckt Normalattacken, Aether und Tränke. Tränke brauchen wir nicht einzusetzen, alles klar. Sorry, Misery, du hast für diesen Part jetzt ausgedient, leider anscheinend. Gut, dann setzen wir uns in Antecke nach oben. Dann werden wir den mal ein bisschen eventuell trainieren. Na, alter Herr, was geht? Das Wasser in diesem Bereich ist sauber, aber ich sammle zusammen mit meinem Zickzack den Millerwurf auf. Verschmutztes Wasser wird zu Regen und gelangt die Flüsse, aus denen wir unser Trinkwasser gewinnen. Verschmutzen wir das Meer, bekommen wir den Schmutz wieder zurück. Ja, das ist eigentlich gar nicht so verkehrte Einstellung. Alles klar. Na, wie sieht's mit dir aus? Jo, Trainer, seid ihr in Eile, müsst ihr wieder fort. Frischt euch doch an Papas Ort. Okay. Das ist bestimmt so ein Schickimicki-Barbo, voll Blatt macht denn jetzt. Ja. Weil hier können wir nämlich noch die drei Trainer bekämpfen, da können wir auch was gewinnen, glaube ich. Undertaker, Little Batman, ja, komm, wir bleiben jetzt mal bei Undertaker erstmal. Komm zu mir! Ich
werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind, aber halt bloß nicht rum. Also ich bin ja gegen Gewalt an Kindern, aber bei dem bin ich mir gerade wirklich nicht so sicher, ob ich das doch dann ändern sollte. So, Simon setzt dann Azogel ein. Wir haben ja gelernt, Azogel ist normal. Normal Wasser, glaube ich, gell? Das ist ja kein reines Wassertyp. Dann können wir das Ding nämlich gleich direkt wegkicken. Batsch! Ich stelle mir vor, wie der so Ping-Pong spielt und mit dem so, so am Schwanz gepackt. Geil. Na gut. So, Meryl ist noch dran. Das dürfte jetzt auch kein Thema sein. Das machen wir jetzt auf die gleiche Art und Weise. Hauptsache, unser Undertaker kriegt ein bisschen was an EP. Das nehme ich gerne mit. Ja, einmal einen dicken, fetten Doppelkick. Ah, das verliert sogar den Normal-Creep dann, okay. Ich dachte wirklich, also ist Meryl doch ein reines Wassertyp. Ich habe jetzt wirklich gedacht, Meryl wäre jetzt nur Wasser normal oder so. Ich habe verloren, aber ich heule nicht. Noch nicht. Und jetzt ab nach Hause mit der Kitty. Mutter weiß noch nicht, dass es dich gibt. Langweilige Kämpfe lohnen sich nicht. Feurige heiße Kämpfe bestehen in Training und Pokémon. Yeah, dann zeig mir mal deinen feurigen heißen Kampf. Ja, das ist die Schönheit, die Cordula Grün. Okay. Sie hieß Cordula Grün. Ich hab sie kämpfen gesehen. Dann hab ich ihr auch gesagt, dass ich mit dem Doppelkick ihr Goldini killen mag. Und sie hat verdammt gesagt. Okay. Dann noch einmal Schnabel. Okay. Quatsch! So, nehmen wir mal aus dem Film mal Fischfilet. So, Cordula Grün wurde besiegt. Das war brandheiß! Okay. Gut, und jetzt noch der hier und dann, haben wir es auch geschafft erstmal. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lohnenden Trainer als mich. Müsst ihr jetzt so wie so eine Wunderkerze brennen, nimm's breit. Yeah, ich brenne für den Kampf. Geil. So, der Reto. Ey, wer nennt denn sein Kind Reto? Ey, Alte. Retro ist bestimmt auch lustig, aber Reto? Hm. Da, ba, da, 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 Schnabel auf das Wingul, weil Aqua Knarre ist nicht sehr effektiv. Da, dim, 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 dim. Einfach mal so weggepickt, so Einzelteile zerschreddet. Geil. Okay, das setzt mal Hollow ein. Wir bleiben jetzt nochmal bei Undertaker, weil der jetzt ja kurz vom Level ab ist und das würde ich ganz gerne nutzen. So, Reto, du setzt dann Macholo ein. Yeah, das wird auch weggeschnabelt. Pick, pick, pick und tschüss. Leute, ihr merkt schon, ich bin einigermaßen gut drauf. Liegt auch daran, dass ich doch so wieder einigermaßen fit bin, aber es ist nicht so ganz das Wahre. Also da tue ich mir auch so weh ein bisschen. Das ist, wenn ich so ein bisschen leicht kränklich bin, das ist nicht so schön. So, das setzt Tentache ein, gell? Dann würde ich ganz gerne mit Iron Man mal dagegen gehen. Mal Gift nicht gut gegen Stahl, aber Stahl gut gegen, also gegen den. Okay. Tentara, du kriegst mal eine schöne Metallklaue reingefräst. Batsch, batsch! Ah, okay. Ich hab vergessen, dass er auch Gift nicht sehr effektiv ist gegen, boah, da muss ich mich dran gewöhnen. Gegen Gift, ey. Ach, Stahl gegen Gift. Okay, ja, dann wird's weggeköpft. Weggeköpft. Batsch! Geil. Stell dich mal vor, da kommt. Stell dich mal vor, den Pokémon im Real Life, ey. Da kommt einfach so ein Metallhund auf dich drauf gefräst, ey. So mit voll Karate. So, sprengt er einfach mal den Schädel weg, der es schon hat. Okay. So, der Reto wurde besiegt. Das war ein heißer Kampf. Ich kann ihn dir lange verkraften. Hurra, hurra, hurra. Okay, das war's. Und vor allem kriegen wir jetzt auch unsere Belohnung. Du bist brandheiß, die Kämpfe klingen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Ja, Sprudel ist gut. Es ist eigentlich im Prinzip wie Tränke. Haben wir noch irgendwas? Möchtest du etwas Sprudel? Pokémon lieben ihn. Nur 300 pro Flasche. Nein, danke. Das wäre so geil, wenn der es verkaufen würde. Da könnten wir abzapfen einfach. Aber ich bin froh, wenn es weg ist wieder. Ey, das stimmt, wenn so stark husten muss die ganze Zeit. Gut, haben wir hier noch einen Trainer vergessen oder nicht? Ich glaube allerdings eher weniger. Graphiport City. Dim, 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 dim. Okay, da ist keiner mehr. Sehr schön. Dann werden wir mal gucken, dann werden wir mal ein bisschen einkaufen gehen. Können hier nämlich auf dem Markt ein bisschen Sachen holen? Willkommen, kannst du dir helfen? Was hast du denn Schönes? Azugelpuppe, Merylpuppe, Inikopuppe. Nein, danke. Wir sind zwar ein Mädchen, aber wir müssen nicht um die Girly-Like hier alles kaufen. So. Immer wenn ich herkomme, vergesse ich mich und kaufe wie bescheuert ein. Ja, okay, gut, typisch Frau. Oh, dein Trassler. Du musst dich mehr anstrengen. Ja, das ist ja auch tot. Dann gebe ich dir deinem Pokémon ein schönes Geschenk.
Ich bin der Status-Wette-Guru. Ich werde dir verkaufen, was du brauchst. Oh, der verkauft Proteine und KB Plus und alles. Okay, die müssen wir uns merken, Leute. Gibt es noch etwas? Nein. So, was haben wir hier noch auf dem guten Mittelaltermarkt? Oh, schau dir das an. Das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch und fast lebendig aus. Es sieht aus, als könnte sich auffrischen und angreifen. Das Gras. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Ding im Zaunfall war. Ein Kampf, wo man den salzige Luft des Meeres einatmen kann. Hurra! Würdest du, Dankeschön, mal aus dem Weg gehen? Kennst du die TM-Geheimpower? In unserer Gruppe mögen alle die TM-Geheimpower. Eines unserer Mitglieder wird sie dir geben. Sag mir, wenn du sie hast. Wir werden dich dann als Mitglied aufnehmen und dir unterhand tolle Sachen verkaufen. Okay, das müssen wir uns merken, weil Geheimpower kriegen wir nämlich später, wenn wir Richtung, oh, wie ist die Stadt? Ich hab's vergessen, sorry. Also, wir Richtung Vierter Orden gehen. Verletzt dich einfach das Pokémon halt, in dem es Bären ist. Wusstest du das? Ja! Irgendjemand hat dich beobachtet und kam so auf die Idee, aus Bären Medizin herzustellen. Und weißt du noch was? Und auch, um aus Bären Medizin herzustellen, muss man sie zu Pulver verarbeiten. Wusstest du das? Du scheinst sehr interessiert an Bären zu sein. Ich hab ja was Gutes für jemanden wie dich. Wusstest du das? So, Puderdöschen erhalten, okay? Ich habe vor kurzem in dem Pokémon Center Maschinen installiert, mit denen man Bären malen kann. Wusstest du das? Du findest sie direkt im Direktclub im oben Stockwerk. Wusstest du das? Wusstest du das? Kannst du mit dieser Maschine Bärenpuder für mich herstellen? Wusstest du das? Ich werde Medizin herstellen, wenn du mit Bärenpuder bringst. Wusstest du das? Okay, genug jetzt der dummen Laberei. Gut. Oh, da sehe ich schon was. Hältst du ein Pokémon des Tausch, kannst du den Kosenamen nicht ändern. Die Liebe des ursprünglichen Trainers drückt sich in den Kosenamen aus. Ja gut, was heißt denn hier Liebe? Ich war ja zu melden, bin ich ja gezwungen. Okay. Hieb. Was, Felicia? Oh, hallo Kenia, hier ist Felicia aus Peter. Nein, was will die jetzt schon wieder? Camilla hat mir erzählt, dass du die Trainer in Atemraum der Geschwindigkeit aussuchst und besiegst. Ich denke aber nicht, dass sie gegen dich verlieren werden. Ich werde meine Arena wieder aufbauen, dann steht deine Herausforderung nichts mehr im Wege. Du bist doch bestimmt genauso ungeduldig wie ich, nicht wahr? Klick. Okay, jetzt hat die auch unsere Nummer. Die werden wir mal schön wegflexen später. So, wunderbar. Wie sieht's denn die aus? Wann das Wasser sauber ist, geben die Frische eine reiche Ernte. Wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt, so entsteht und wächst eine Stadt. Okay, ja, eine kapitalistische Stadt, die nur auf Profit aus ist. In Graffiport City wurde vor kurzem ein Kampfcamp aufgebaut. Arenen machen Spaß, aber die Kampfcamps sind einfach unglaublich. Such dir aber erst ein paar starke Pokémon, bevor du an Kampfcamp gehst. Kampfcamp, okay, sehr nice. Ja, komm, wir gucken jetzt erstmal so ein bisschen mal die Stadt. Da ist ein komischer Leuchtturm. Was ist mit dir, Bruder? Das Licht dieses Leuchtturms sieht man Dutzende von Kilometer weit. Ich frage mich, ob es nicht die Pokémon mehr verwirrt. Das wäre jetzt so geil, wenn das Ding jetzt im Prinzip der Ankerpunkt ist zu dem Anfang raus aus Johto. Das fände ich richtig cool. So, dann gehen wir mal da rein. Wenn dann wollen wir ja alles erkunden. Wieder mal. Mein Pokémon hat ein hastiges Wesen. Seine Initiative ist verklatscht zu meinen anderen Pokémon höher. Vielleicht hat ihr Wesen etwas mit dem Status von deinem Pokémon zu tun. Ja, wo wir schon Tipp am Thema Wesen sind. Du bist doch ein Trainer, oder? Da du schon mal in Graffiport City bist, besuch unbedingt das Kampfcamp. Ja, werden wir noch machen, aber ich habe noch andere Sachen erstmal vor. Okay, wir bauten hier. Entweder ist das ein Anbau oder das ist ein Haus, wo sie vergessen haben, eine Tour anzubauen. Geil. Weißt du, was mit alten, nicht mehr seetüchtigen Schiffen gemacht wird? Sie werden im Meer versenkt, um so zu Lebensraum für Pokémon. Also, ich finde es ja unbedingt schmutzig, was ihr da macht, aber gut. Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es durch die vergossenen Tränen der Pokémon entstanden ist, das ist gut möglich, weiß ich aber nicht. Die Theorie steht natürlich im Raum. Okay, lauter Wissenschaftler hier. Jahreszeit, das Wetter, der Mond, der vom Himmel herabstrahlt, das sind die Bedingungen, die See so wechselhaft machen. Ganz genau, die See ist wie ein lebendiges Wesen. Okay. Ich werde sehr schnell seekrank, deswegen helfe ich lieber hier aus. Okay, also Seekrankheit ist nichts Schönes. Hab ich jetzt nicht, aber es ist lange Autofahrten und so, die machen mir auch ganz schön zu schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich selbst nicht am Fahren bin. Das ist, ich weiß auch nicht. So, was mit dir? Wenn das hier hingehört und das dahin, wo geht dieses dann hin und was ist mit diesem Dingsbums? Ah, ich werde aus einfach nicht schlau. Okay, dann musst du das hier dahin machen und das hier dahin machen. Dann musst du das zusammenschrauben, musst das da oben setzen, schmeißt den Scheiß da fort, trink erstmal ein Bierchen, leg dich voll auf die Couch. Hallo, ich bin Botmar. Der Botmar. Captain Brick hat mich beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das da. Sind das Devenwaren? Aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Captain Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagt, wir müssen was erledigen. Kannst du dich bitten, Captain Brick zu suchen, um ihm das Paket zu bringen? Ja, ich weiß, wo er ist. Aber wir werden trotzdem erstmal noch ein bisschen weiter die Stadt erkunden. Die Konstruktion eines großen Schiffes ist sehr vergleichbar mit der eines Gebäudes als eines Transportmittels. Das ist, ja, ich meine, ja. Findest du es nicht auch seltsam, dass ein Schiff aus Eisen gebaut wird? Es schwimmt aufgrund des sogenannten Auftriebs. Ja. Das ist so diese konische Form von
das drückt sich im Prinzip nach oben. Kann das sein, dass ich Scheiße gelabert habe, aber das passt schon. Okay, der Mülleimer ist leer, aber L.O. versteckt immer was im Mülleimer, nicht in diesem Spiel. Okay, und ich habe am Anfang immer gedacht, wie ich hier war, das ist so eine Fläche, wo dann so ein Typ steht, da komme ich nicht hin. Dabei ist es ja eigentlich im Prinzip nur das Obergeschoss, wo man nach unten gucken kann. Also, ich sag ja, total bescheuert, ey. Also, ab und zu mal habe ich das nicht gepachtet mit der Intelligenz hin und wieder mal. Gut. Ah, guck dir mal dahin, die sind ja weg, Leute. Der Typ, der das Museum gebaut hat, ist auch der Leiter eines Teams zur Erforschung der Tiefsee. Da nennt ihn jeder Captain Brick. Okay. Als ich noch ein Kind war, war ich oft in dem Museum. Ich habe danach immer von den Mysterien des Meeres geträumt. Ja, das ist schön für dich. Ich finde aber die Tiefsee auch sehr faszinierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Pokémon Fanclub, wir rufen alle Fans. Okay. Nein, erzähl mir nicht wieder was von deinem scheiß Ponita. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclub. Bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Keiner kann mit Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner. Aber jetzt lass mich dir etwas zu Pokémon-Wettbewerben sagen. Ich kann jeder seine Pokémon der Welt vorstellen. Sie finden allerdings in abgelegenen Orten statt. Daher kann ich nicht an ihnen teilnehmen. Deshalb haben wir uns hier getroffen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Pokémon. Okay. Mögen Pokémon-Items? Mein Pokémon hat sich sehr gefreut, dass ich ihm Protein gegeben habe. Ja, klar. Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, die ihren Trainer lieben. Pokémon haben ein sensibles Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du einem Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, werden sie Gefühle erwidert. Sobald ein Pokémon dich liebt, kommt und besuche mich nochmal. Nee, ich bin wie Agathe, ey. Ich denke einfach nur, dass Pokémon Tiere sind, mit denen man kämpfen muss. Wenn ein Pokémon in einem Kampf besiegt wird, nimmt es das übel. Und bald wird es dem Trainer weniger Vertrauen schenken. Mit anderen Worten, es würde ich nicht mehr so sehr mögen. Ja, das wissen wir auch. Wow, es ist ganz offensichtlich, dass du deine Liebe Trassler schenkst. Okay, es heißt Misery. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin TV-Reporter und mache eine Umfrage zum Thema Pokémon. Ein paar einfache Fragen beantworten. Nein. Okay, nur wenn du mir doch etwas Pokémon sehen willst, bin ich hier. Ja, Pokémon sind Tiere, mit denen man kämpfen muss. Yeah! Hey, mein Pokémon ist das Beste. Kein anderes ist so grün wie meins. Ich bin der Rumpfstolz-Hitname angegeben, bis ein Vorsitzender mich zur Wahl brachte. Das hat mein Hochmut abgekühlt, wenn du magst, dann bring ich dann deine Pokémon-Angeberei bei. Na, Angeberei ist eine Scheißattacke. Echt nicht? Erkennst du denn nicht den tieferen Sinn dahinter? Ich meine, es verwirrt zwar eine Gegner und boostet, aber es boostet ihn leider auch. Das ist das Problem. Haus des Namenbewerters. Okay, was erzählt der Backen mir über meinen Namen? Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin das Orakel der Namen. Ich würde mich freuen, die Kosenamen. Ja, komm, hau raus. Für mich Pokémon soll ich Kosenamen bewerten. Unser Tod ist Misery. Misery, nicht wahr? Du hast aber einen schönen Namen verliehen. Aber was hältst du davon, wenn ich ihm einen etwas besseren Namen gebe? Nein, ich habe extra so gemacht. Der nennt am Ende noch irgendwie so Peng Peng oder so. Ping Ping! Geil. Boah, ich werde auch im Kampfcamp meinen König den Beweis stellen, aber vorher muss ich mir eine Pokémon fangen. Okay, das ist die Wettbewerbshalle, da werden wir noch reingehen, aber nicht jetzt. Das werden wir später noch machen. Puh, ich bin fix und fertig. Ich komme aus Malfurt City, die Stadt ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Okay, ein Rad haben wir noch nicht. Hier haben wir noch die Bootswerft. Verzeihung, du sitzt da am Schiff oder es tut mir leid, aber die Fähre steht momentan nicht zur Verfügung. Ja, noch nicht. Eine Reise zum Meeresboden. Ich frage mich, wie es dort wohl ist. Möchte ich auch einmal so tief unter Wasser gehen. Also mich würde ganz ehrlich wirklich interessieren, was da auf dem Meeresboden so alles rumgeistert, was wir nicht wissen. Also, ihr könnt über mich sagen, was ihr wollt. Wir haben von dem Meeresboden ja nicht sonderlich viel erforscht. Also da gibt es auch diesen Marianne-Kram. Der Marianne-Kram ist der tiefste Punkt der Erde. Also zumindest nicht der Erde, sondern des Ozeans. Und mich würde gerne mal wissen, weil da ist noch nicht geklärt, was es da alles gibt und was man da so alles fangen kann oder was man da so alles sehen kann. Und ich gebe euch Brief und Siegel, Leute. Es gibt 100 Pro in den Tiefen des Meeres mehr als genug Sachen, die wir nicht finden. Das Ding ist so groß, dass die Chance eigentlich schon gering ist, dass man irgendeine neue Spezies sieht, nur wenn man einfach mal irgendwo hinsegelt. Muss ich ganz ehrlich sagen, da müsste man schon so eine richtige Suchaktion machen, die irgendwie einkesseln oder so, aber das wird ja nicht passieren. Aber und es geht auch gar nicht logistisch gesehen oder wissenschaftlich gesehen. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, weil es gibt so viele verschiedene Sachen. Es gibt auch so viele interessante Sachen. Es wird ja jeden Tag oder jede Woche werden täglich neue Spezien entdeckt und alles. Es ist sau interessant, was auf unserem Planeten noch so rumgeistert, was wir so überhaupt nicht wissen. Und ich würde ganz gerne mal bei so einer Expedition wirklich mal gerne mal sehen, was es so gibt und was man da so finden kann. Das reizt mich und juckt mich wie die Sau, das schwöre ich euch. Also, wenn ich das Geld dazu hätte und eventuell sogar die Möglichkeiten, würde ich selbst sogar wahrscheinlich da runterreisen und würde wahrscheinlich sogar abgucken, was es da gibt und was man da so finden kann. Wunschdenken, Traum natürlich, klar. Aber ich habe schon immer gesagt, Dinge erforschen und auf die Jagd gehen nach Krypten, Kryptoniden und so, also nicht Kryptoniden, sondern Krypten und also ihr wisst schon, was ich meine, kryptozoologische Tiere und so, also das finde ich sau interessant, weil irgendwo ist ja doch immer eine Wahrheit dran und
Es ist schon geil. Also mich kratzt es total, das Ungewisse zu erforschen, so manchmal. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Pokémon Smaragd. Und in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran immer, werdet Teil der Community oder sonst was. Und macht einfach, was ihr wollt. Das macht ihr sowieso. Und danke schon mal für die ganzen Kommentare jetzt bis dahin, weil das Projekt geht ab wie Sau. Finde ich total geil. Freut mich auch total. Und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao. Ciao.